Oh, drei Radios. Ich werde bekloppt. Wir haben nochmal drei Radios, aber wir haben 10 von 10, also brauchen wir die nicht. Und es ist Nacht geworden. Man mag es gar nicht glauben. Ein Teil der Ausrüstung, die du gefunden hast, wird uns im Kampf gegen die KVA behilflich sein. Hamish mag vielleicht verrückt gewesen sein, aber in Sachen Waffen hatte er einen guten Geschmack. Gute Arbeit, Brady. Aber gerne doch. Ja, ich komme zu Jack. Ich wollte auf die Karte geguckt haben. Um mal zu schauen, 12 von 13, genau, die Base hier müssen wir jetzt auch noch machen. Da mache ich jetzt mal einen Wegpunkt hin. Und die Radios brauchen wir nicht sammeln, weil wir haben soweit eigentlich alle. Oder hatte ich in den anderen Bereichen die Radios auch komplett gesammelt? Ach ja, hatte ich, ne? Ja gut, aber jetzt nochmal alle sammeln? Nö, ich glaube, wenn wir da links die komplette Reihe immer so voll machen, dann, ich glaube, dann reicht das vollkommen. So, da müssen wir hin. 300 Meter circa. Dann schaue ich mal, wie wir hier... Nein, will ich nicht! Fröhlich. Hallo? Oh Gott, ich dachte, ich bin jetzt im Bug oder so, im Glitch irgendwie verschwunden. So. Hatte eigentlich der Flex von den vorigen Folgen eigentlich sich diese Tarnung geholt? Was? Gib mir Feuerschutz, ich muss die Position wechseln! Was? Nein, die Radios, nee, die sammle ich nicht, nein, ich, Ich möchte euch von Glück von... Nein, ich weiß nicht, wovon du redest, ich, ja. Huch. Aber wie geil das immer noch aussieht. So. Dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Vielleicht nicht direkt über die Straße gehen, sondern Seitengasse benutzen. Hier unter der Brücke vielleicht her. So. Rote Zone von Holloway. Guck mal da rechts. Die Burschen. Da waren schon wieder die Ich wäre schon wieder beinahe gesehen worden. Ach, da sitzt. Ach, ich glaube, da waren wir schon mal. Da sind wir, glaube ich, gestorben wegen dem scheiß Sniper, weil der uns so früh gesehen hat, ne? Aber warte mal, wir können ja eigentlich... Wir haben doch noch eine andere Waffe, ne? Nein. Wie war denn das nochmal? Ah ja, hier, genau. haben wir denn jetzt alle Sniper? Wie viele waren da noch übrig von... 14 von 15. Ah, okay, einer ist noch irgendwo. Aber den jetzt zu suchen, ist jetzt auch ein bisschen viel verlangt, oder? So, ich versuche mal darüber zu kommen. So. In der Hoffnung, dass mir... Was ist das denn hier? Was leuchtet das denn hier so? Ah, da brauchen wir ein Boah, wie ging das nochmal? Sprengstoff? Hier ein Hacker. Nein, wir brauchen eine Batterie. Nein! Damit wir das Tor öffnen können. Oder kommen wir auch so da rein? Mist. Wir brauchen einen Hacker. Das heißt, wir brauchen eine Batterie. Wir müssen erstmal eine Batterie finden. Oh Gott. Ich hoffe, wir finden irgendwo eine Batterie. Aber das ist ja krass, dass man jetzt hier noch ein bisschen suchen muss, um weiterzukommen. Ich habe gedacht, ich habe schon alles, aber nein. So. Hier in der Garage wird sich doch bestimmt, in der Werkstatt wird sich doch bestimmt eine Batterie finden, oder? Da ist eine Batterie, ja! Ich werd bekloppt. Ich hab's doch gesagt. In einer Werkstatt gibt's mit Sicherheit eine Batterie. So, dann probieren wir das mal aus. Werfen wir das Ding mal da hinten. Und das Ding hebt uns jetzt... Ach so, jetzt kommen wir da unten durch.
Oh, oh. Das geht anscheinend wieder runter, oder? Hatte sich gerade zumindest so angehört, weil das so wie so ein Timer klang gerade. So, jetzt sind wir hier in der Werkstatt, wo hier eine sehr, sehr große... Alter, wer will denn hier drunter arbeiten? Da kommt man noch nie im Leben dran. Hier brauchen wir, glaube ich, ein Moped. Unerlaubte Zivilisten, die versuchen, eine Haft durch Friedenswächter zu entgehen, werden erschossen. Ah, okay. Ist gut zu wissen, dass er mir das sagt. Ich glaube, wir müssen erstmal Motorrad holen, damit wir hier Strom erzeugen können. Aber ja, natürlich. Genau sind da jetzt welche. Genau in dem Moment. Natürlich. Und der steht hier auch noch. Natürlich kommen die mich jetzt besuchen. Mit Fahrzeugen, mit allem Pipapo. Na klar. Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Wie die da jetzt gammeln. Wie so kleine GTA-Kinder. Unerlaubte Zivilisten. Ich warte hinter einer Ecke und töte dich da. Gehen die auch weg oder wie ist das? Oder ich will nicht unbedingt hier, komische Hand. Anscheinend gehen die nicht weg, ne? Ich versuche mal, mich hier rauszuschleichen. Nein, der hat mich gesehen, verdammt. Mist. Nein, hier ist zu. Was? Ach komm. Ja, die müssen ja eh, wenn dann alle durch diese Tür. Bin da nicht doof. Na komm. Na komm. Ihr müsst durch die Tür. Eins. Zwei. Drei. Na, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Jungs, ihr müsst durch diese Tür kommen. Ich glaube, der eine hängt hinter der Tür. Ich glaube, der kriegt das nicht hin. Schießt die Waffe aus Hand schießen? Nein, das geht leider nicht. Verdammt. Doch, ich habe ihn in die Hand geschossen. Weil er hinter der Tür versteckt. Wie geil. Ha! Wollglitch, ich habe ihn durch die Tür erschossen. Hallo, mein Freund, wo bist denn du? Boah, ist der dämlich. Okay, ich nehme alles zurück. Aber hier können wir jetzt looten? Meine Fresse. Ich glaube, da kommt jetzt sogar eine Drohne. Oder auch nicht. Wo ist die Drohne? Die muss doch hier sein, die Drohne, oder? Guck mal, wer da kommt. Bein. Ins Bein geschossen. Ach, ich kann die Tür sogar zumachen. Ist ja geil. Hallo. Wo zeigt der denn mit seinem Finger hin? Da ist Licht. Da ist Licht. Ich gehe ins Licht. Oh Gott, die stehen ja genau im Ding. Das ist wie es. Warte mal, funktioniert das so vielleicht? Probier das mal, dann geht das ja. Ich sollte mal erstmal hier verschwinden, vielleicht. Ciao! Und hier ist auch ein Moped. Ah, wir brauchen ja ein Moped, ne? Das war doch so. Jawohl! Jetzt geht er ab. Jetzt geht der Flex ab. Jetzt. Jeha! Jubi! Uah! Huch! Ich sollte echt das Motorrad fahren mal... Warte mal eben, geht das? Funktioniert das? Naja, es geht nicht. Ich dachte, ich könnte da irgendwie... Ich glaube, das hat gereicht, ne, oder? Kann ich jetzt... Was kann ich denn jetzt hier tun? Ach, ich muss irgendwie... Kann das sein, dass ich nach oben muss, weil er es irgendwie nach oben zeigt? Warte mal. Achso, den Strom, den haben wir schon aktiviert. Okay, wie kann ich denn absteigen? Hallo?
Ich würde gerne absteigen. Weil irgendwie zeige ich das... Was benutzen? Was, was? Altes Taxidepot. Das war irgendwie gerade sehr strange. Weil mein Charakter hat sich von alleine nach oben bewegt. Also von der Dings her. Jetzt, da du diesen Ort gesichert hast, können unsere Ingenieure wieder an ihrem gepanzerten Fahrzeugprototyp arbeiten. Gut gemacht. Was von Wayland und seinem Team gehört? Ja, ich muss gerade mal kurz was gucken, Entschuldigung. So, jetzt haben wir das schon mal soweit fertig. Sehr geil. So, jetzt können wir ja, wir haben, glaube ich, soweit die ganzen Gebiete. Alter, werden die Gebiete schon geklärt. Wie cool. Das heißt, wir können zur Hauptmission gehen. Boah, wie geil. Hat nur 120 Folgen gedauert, so Flex. Ja, aber ich möchte mir gerne für das Spiel Zeit nehmen. Das ist... Ich möchte es nicht so richtig rasend schnell durchspielen, sondern ich möchte mir echt Zeit nehmen, das auch zu genießen. Und wenn welche das nicht so toll finden und meckern und sagen, ja komm, spiel mal schneller, ich will mehr sehen oder ich will es dann spul vor oder guck andere Folgen oder woanders. Gibt's doch nicht. Wo ist der? Der war doch gerade hier, oder? Es gibt genug andere Homefront-Videos, aber ich bin halt jemand, der gerne Spiele genießt und halt sich auch Zeit dafür nimmt und nicht halt, weil ich bezahle dafür 60 Euro, ja, 60, 70 Euro und das sind Millionen, Milliarden Projekte, das Thema hatten wir ja schon und dafür möchte ich halt das Spiel auch genießen und halt gucken, was die so eingebaut haben, die Entwickler und tralala und klar gibt es auch mal Spiele, wo ich sage, nee, die sind nicht so gut, aber trotzdem schaue ich sie mir an. Seit wem es nicht passt, der kann auch abschalten. Ist es ganz einfach. Das ist die Plattform. Es sollte einen Lift geben, der dich hinaufbringt. Das wäre dieser hier. Wie gesagt, ist es ganz einfach. Es muss kein... Es muss keiner... der Lift hängt. Wie gesagt, es muss keiner gucken. Es wird keiner zu gezwungen. Kann ich hier... Oh nein, wir brauchen wieder so ein... Nein. Ich muss irgendwie hier rauf. Das Problem ist nur, ich komme wahrscheinlich, oder? Ne. Ohne diesen dämlichen... Ah, Mist, Gabelstapel, komme ich da nicht rauf. Das heißt, ich brauche wieder eine Batterie. Das heißt, ich muss mir erstmal nach Batterien umsehen. Oh Gott. Brady, wenn der Lift nicht funktioniert, musst du einen anderen Weg nach oben finden. Ja, es der muss Gabelstapler. Einen Weg geben. Ja, der Gabelstapler, aber ich muss erstmal eine Batterie finden. Oder hast du für mich vielleicht eine irgendwo gerade parat? Im Kühlschrank ist keine. Hier ist auch nichts. Müssen wir ein bisschen gucken. Vielleicht finden wir ja hier irgendwie... ist denn hier... Hallo? Ah.
Buch über die amerikanische Geschichte. Ich habe natürlich jetzt auch gerade voll die Zeit, hier ein Buch zu lesen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir sind mitten im Krieg, aber ein Buch über die amerikanische Geschichte könnte jetzt gut passen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, dafür nehme ich mir die Zeit. So. Ja, die anderen Radios nehme ich nicht mit, habe ich ja gesagt. So, die Frage ist, wo finden wir eine Batterie? Wir brauchen eine Batterie. Ich habe Angst, dass es zu lange dauert mit der Batterie, bin ich ganz ehrlich. So, hallo? Kann ich... Okay, unter dem Sofa ist leider nichts runter. Das ist mein Let's Play-Sessel, wo ich gemütlich auf der Couch immer sitze. Wer kennt es nicht? Hä? Im Ersten Weltkrieg haben die Leute einfach den Krieg beendet und haben einfach Bücher gelesen. Ja, das ist authentisch. Das ist ganz normal. So, hier ist nochmal ein Schrank. Der ist schon ausgeknuspert. War ich nicht hier gerade schon? Ich glaube, ich war hier gerade schon. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verlaufen. Hier kann ich, glaube ich, nicht rein, oder? Nee, ich dachte vielleicht da im Keller oder so. Das ist jetzt ein bisschen dämlich, dass ich jetzt hier die ganze Zeit eine Batterie suchen muss. Aber nun gut. Wir müssen tun, was wir tun müssen. Diesen Spruch, den wollte ich schon immer mal sagen und den kenne ich irgendwo her. Man muss tun, was man tun muss. Das ist der Spruch übrigens von Futurama, wo Fry sein Karrierechip eigentlich eingepflanzt bekommen soll und er sich aber dagegen weigert. Und Leela meinte dann, es ist nun mal so, jeder kriegt den Job zugewiesen, für den er bestimmt ist. Und da ist auf dem Hintergrund so ein Poster, da steht drauf, man muss tun, was man tun muss. So. Ich habe es mir auch nicht ausgesucht, hat dann Leela gesagt. Ich bin übrigens ein großer Futurama-Fan. Ich habe alle Seasons und alle Filme hier. Deswegen. Viele wissen es ja. Ah, ich finde es so geil. Schade, dass es abgesetzt worden ist, die Serie. Vielleicht finden wir ja mal wieder eine Werkstatt, wo wir eine Batterie finden. Ich weiß es nicht. Es ist, ja. So. Vielleicht hier? Vielleicht nochmal in der Werkstatt nochmal alles abkrabbeln können, ob das respawned ist oder so. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Vielleicht. Ne, einmal abgegrabbelt ist hier alles Mausepups leer. Ja, es ist alles leer. Okay. Hier vielleicht, hier könnte vielleicht eine Batterie sein oder so. Wir schauen mal. Habe ich vielleicht eine Batterie schon verpasst? Nein. Ich wollte nur zur Sicherheit nochmal gucken. Okay, hier ist nichts. Im Kühlschrank vielleicht? Nein. Treibladungspulver, davon haben wir auch schon so viel gefunden, aber nicht eine verkackte Batterie. Ich glaube, ich weiß jetzt schon, wie die Batterie heißt, wollte ich sagen. Wie die Folge heißt auf YouTube. Die wird bestimmt heißen, diese verkackte Batterie. Warte mal, hier ist doch so ein Truhensymbol, ne? Kann es vielleicht sein, dass wir da vielleicht irgendwas finden, was wir gebrauchen können? Hier ist doch so ein Ding, ne? Kommen wir hier rein? Wieso komme ich hier nicht rein?
Was ist das? Was ist das? Warum? Was ist daran falsch? Wieso komme ich denn in diesen Raum nicht rein? Ach so. Deswegen. Und ich habe mich schon gewundert, wieso man da nicht reinkommt. Vielleicht finden wir ja hier eine Batterie. Alter, 3 von 29. Willst du mich verarschen?